Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 25.06.2020. Und wir hatten gestern gesagt, unser DAX hätte den Schlussstrich gezogen unter seiner Range. Ja, wir haben darauf hingewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit schon eher oben raus bestand, aber unter bestimmten Umständen eben unterseitig dann das schon gefährlich werden könnte. Ne? Und hier hat sich der Bär jetzt, haben sich die Bären jetzt hier ordentlich nach oben geregt, beziehungsweise was heißt nach oben geregt, ordentlich nach unten durchgebissen und er lässt sich hier schön am Kinn kraulen, der Typ, volle Hütte durchgezogen. Ne? Also das ist saftiges Programm gewesen und direkt 9 Uhr, schon die erste 5-Minuten-Kerze, die hat sowas von dermaßen nach unten durchgebissen, da war dann schon definitiv nicht mehr von Stabilität die Rede, da war auch nicht mehr die Rede von, der treibt nach oben und der zeigt sich positiv und so weiter. 8 Uhr rum sah das ja noch ganz gut aus, ne? Ist ja auch ein bisschen leicht höher reingekommen, aber direkt ab Skletra Beginn 9 Uhr direkt nur nach unten durchgewirkt. Ne? Da kam nur eine so eine kurze Punchkerze in die andere Richtung und dann ging das schon noch nach unten. Dann ging er unter den Trigger drunter, wo wir gesagt haben, 6,70, 6. 360, 370 ist schon so Triggerzone, aber ich hatte auch gesagt, ne, unter 435 ist er eigentlich. Es ist dann eigentlich unten raus eben. Es wäre schon nicht ganz knusper halt, weil er dann eben wieder in die Range reinfällt und dann wäre einfach Fehlausbruch wieder Thema. Und wie gesagt, das haben wir gestern ausgiebig erklärt, warum, wieso, weshalb der DAX dann eben immer gerne direkt durchrennt. Das hat er getan, ist hier unten jetzt runter. Wir hatten hier so ein bisschen was hatten wir im Visier? 12.100, 12.080 haben wir gesagt, ne? Ein bisschen tiefer ist er noch gekommen, 12.040. Vollkommen okay, hat sich von dort jetzt erstmal stabilisiert. Sie sehen es aber auch hier, eine grüne Kerze ist noch nicht mal zustande gekommen. Also muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben jetzt hier erwartet, dass er hier nochmal ein bisschen einen Rücklauf bringt. Den haben wir in Teilen schon gesehen. Er ist ja auch schon ein gutes Stück hochgekommen. Die 12.200 einmal von unten angeditscht. Das ist die alte Range. Das reicht im Grunde eigentlich sogar schon aus. Also im Grunde könnt ihr jetzt Abwärtsgap bringen und weitermachen. Wäre vollkommen okay. Na, also das muss man wirklich sagen, weil wir haben die Range oberhalb im Fehlausbruch gesehen, sind jetzt unten, versuchen jetzt unten den Ausbruch tatsächlich und er muss eigentlich sogar unter der 200 bleiben, wenn er jetzt hier richtig losrennen will halt, ne, weil er sich dann den Druck aufbaut. Das heißt, in dem Falle, wo der DAX jetzt hier einen Abwärtsgap kriegen würde, müsste man ihn dann tatsächlich hier unten auf die 12.000 erstmal anzielen, später dann 11.900, 11.830. 11.830 bis 11.800 wäre dann so das erste größere Zwischenziel, wo man schon sagen müsste, das wäre erstmal eine wichtige Anlaufstation. Sollte tiefer gehen, muss man aber auch zum Donnerstag schon einplanen, dass wir gegebenenfalls sogar hier unten mal einen Retest von diesem Tief sehen, vom Vorwochentief, also von letzter Woche Montag, dass wir das einfach nochmal anschlagen, diese 11.600 bis 11.545 und das durchaus auch schon zum Donnerstag. Wir müssen uns auch darauf einstellen, dass wir wieder mehr Bewegung sehen können. Ne? Die Vola zieht an, der VDAX steigt und die Kerzen werden auch größer. Also wir haben gerade jetzt hier auch nochmal zum Abend, hat er uns das nochmal deutlich gezeigt, dass er fast 50 Punkte auf so eine M5-Kerze draufgedrückt kriegt. Und in der Regel beschleunigt der Trend immer in Trendrichtung halt. Ne? Da wir jetzt hier fallende Tieffolge haben, das heißt tiefere Tiefs haben, kann der Trend erstmal abwärts gerichtet sein. Und da kann der DAX Strecke ziehen. Das andere wäre natürlich, wenn der DAX den Fehlausbruch oben zu einem Fehlausbruch unten macht, ja, wäre dann letztendlich ein, nennt man dann sich weitendes Dreieck, wäre dann quasi hier zack, zack, zack. Ne? Sie sehen steigende Hochs und Sie sehen hier die steigenden Tiefs, drei Stück oben, drei Stück unten. Ließ sich auch so interpretieren, dass man dann sagt, okay, das ist halt einfach jetzt hier ein größeres Unterbrechungsmuster. Mir persönlich, ich würde sagen, nein. Weil dafür das nicht im Verhältnis steht. Also sowas sieht man ganz gerne mal im Markt. Zum Beispiel haben ja die Amerikaner sowas sogar auf ganz großer Zeiteinheit. Ne? Der S&P hat sowas im Wochenchart stehen, so ein Muster hier. Aber dafür ist das, also wäre der hier 5, 6, 7 Tage so angestiegen gekommen, hätte das gut gepasst. So wirkt es, also deplatziert, es passt, es
würde keinen Sinn machen, an der Stelle so ein ausgiebig ausgeklügeltes großes Muster zu setzen. Macht keinen Sinn. Aber trotzdem, wenn er das jetzt hier vermasselt halt, ne? Also wenn er jetzt nicht den Druck unten aufrecht erhalten kriegt und zu weit nach oben zurückläuft, ist ohne Frage, steht das ganz schnell wieder im Raum. Ja, wir haben zwar oben Fehlausbruch gesehen, aber was ist, wenn das unten auch noch ein Fehlausbruch war? Das heißt, er kann natürlich Rückzug auch richtig wieder, der kann mit noch mehr Dampf wieder zurück, als er hier runtergegangen ist. Und so wie die Vola momentan aussieht, würde ich schon sagen, wir haben das schon am Anfang der Woche drüber gesprochen. Wir haben eine Seitwärtswoche, eine sehr lange Seitwärtswoche gehabt. Das heißt, wir müssen uns auf mehr Trendschub einrichten, also auf eine Woche, diese Woche jetzt nach Verfall, dass wieder mehr Bewegung reinkommt, dass er mehr drückt, mehr schiebt und so weiter. Und auch unabhängig der Richtung. Und jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Faden verloren. Wichtig ist, dass, was ich Ihnen sagen will eigentlich mit den Sätzen ist, der kann durchaus gut und gerne jetzt mal wieder auch so richtige 600 bis 800 Punkte-Tage reindrücken halt. Ne? Also die Volatilität nimmt halt zu. Und in der Regel, also gerade auch wenn du unten rausgibst, der beschleunigt ja eigentlich immer in die Richtung auf, in die er läuft halt. Ne? Der hat seltenstens die größte Bewegung am Anfang von einer Trendbewegung. Deswegen, ich würde hier schon aufpassen, 600 Punkte würden wir dann tatsächlich schon über 11.500 reden, die zum Donnerstag erreichbar wäre halt. Ne? Also würde ich jetzt auch in die Analyse reinschreiben, für die, die sich das nochmal angucken, dass das so ein bisschen mein Maximalziel unten wäre, im Bereich um 11.430, 11.480 für den Donnerstag, wenn er einen Trendtag liefert. Ansonsten sind die Donnerstage natürlich sehr seitwärts orientiert, deswegen wird es auch gut reinpassen, wenn er einfach nochmal zur Seite schlägt. Hier das ein bisschen auslöst, vielleicht immer mal wieder versucht, ein bisschen in die Range reinzukommen, aber immer wieder zurückgeschlagen wird, auch ruhig mehrfach versucht rein und immer wieder zurückgeschlagen wird, immer wieder auf eine 12.000 zurück, vielleicht sogar mal die 12.000 versucht von unten zu sehen, dann wieder nach oben gezogen wird, wieder an die 12.200 ran, also dass man wirklich einen Kampf sieht unterhalb von der Range, ne? Dass man sieht, die Verkäufer versuchen ihn wirklich unter der Range zu halten, um ihre Verkaufssignale aufrechtzuerhalten und auch zu füttern. Ja? Deswegen, also ich denke, wir haben unterhalb von 200 haben wir hier viele schöne Szenarien, vielleicht noch 270, vielleicht sollte man die mit reinnehmen, aber eigentlich die 270 jetzt aus der Perspektive hier weniger wichtig. Wichtiger wäre jetzt tatsächlich dann sogar schon im Bereich um 330, 300 halt, ne? Diese alte Range-Mitte. Einmal Range-Mitte und dann Abflug nach draußen, das wäre eher wichtig. Die 270, 250 wurde heute auch im Chat ganz oft genannt, eher würde ich weniger jetzt zum Donnerstag sehen. Entweder reicht ihm das schon, dass er die 200 antippt, oder holt sich halt wirklich nochmal die 330, 300. Das wäre schon okay. Also für einen Donnerstag halt auch schon fast üblich. Er muss aber von dort immer wieder knackig weggedrückt werden halt, ne? Kommt es nicht und er legt sich da wieder per Stundenschluss auch deutlich drüber, ein bisschen aufpassen, weil war das unten, also kann halt echt sein, dass er unten halt auch bloß einen Fehlausbruch gemacht hat, ne? Und das sich hier richtig durchzimmert. Und dann kriegt er auch so viel Bewegung rein, so schnell können sie gar nicht bis drei zählen. Der ist ja schon wieder auf der anderen Seite völlig durchgerannt und sie wissen überhaupt nicht mehr, was Phase ist halt, ne? Und dann steht er oben bei 640, 700 und sie fragen sich, was war das denn bitte? Und schütteln nur mit dem Kopf. So. Okay, also, ich würde favorisieren, wir segeln ab, wir rutschen weiter. Donnerstage neigen stark zur Seite. Es würde mich nicht verwundern, wenn wir einen stärkeren Kampf sehen, wenn wir häufiger hin und her springen zwischen 12.000 und 12.200. Im weitesten vielleicht statt der 200 oben die 300, 330. Aber viel höher will ich nicht sehen. Das wäre zu komisch. Es würde nicht. Es wäre halt einfach wirklich auch zu komisch, ja. Es wäre ein zu starker Rücklauf, weil der hat jetzt den Fehlausbruch und dieser Fehlausbruch funktioniert immer so gut, weil der Markt die Leute überrascht und überrumpelt und wenig Gelegenheit denen gibt, die oben gekauft haben, auszusteigen und andersrum denen, die verkaufen wollten, einzusteigen, weil er so durchdrückt. Dadurch baut er sich diesen Druck auf, dadurch hat er diesen Schub. Ne, weil die alle unter Druck kommen und dann irrational einfache Entscheidungen treffen müssen. Die müssen irgendwann sagen, nee, hier und nicht weiter und das schiebt den halt so. Oder auch die verkaufen wollten und sagen, ach scheiße, der kommt nicht mehr zurück, ich muss jetzt rein, ich muss jetzt aber rein, weil ich habe meinen Kunden vielleicht versprochen, ich positioniere mich im fallenden Markt, keine Ahnung,
Und muss irgendwo die Position halt auch reinkriegen. Und bevor ich es unten bei 11.400 klicke, dann drücke ich jetzt halt hier schnell drauf. Und das baut halt diesen Druck auf. Und deswegen hat er diesen schönen Schub. Und den kriegt er, und in der Regel, den kriegt er nur geschoben, wenn er halt wirklich am Band auch dann dran bleibt halt. Ne? Wenn er nicht, wenn er zu weit rückläuft, das wird zu schwer, dann wieder nach unten richtig Fahrt aufnehmen zu können. Also idealerweise jetzt hier halt nicht viele Rückläufer. Haben wir so auch im Dienst in den Updates heute geschrieben. Und ja, ich fasse nochmal, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Ich fasse nochmal wirklich ganz kurz zusammen, knackig. Wir haben donnerstags primär Seitwärtsbewegung, sehen wir ganz oft im DAX, können aber auch richtig harte Trendtage werden, also 600, 800 Punkte zu einem Donnerstag durchaus denkbar in eine Richtung. Sehen wir Trendtag, sehen wir diese Seitwärtstag, erwarte ich zwischen 12.000 bzw. maximal vielleicht 11.9, sagen wir mal 50 und der 300. 12.300, 12.300 hin und her pendeln. Wenn das perfekt macht, macht es zwischen 12.200 und 12.000. Ja, schön zur Seite, dann zum Nachmittag noch ein kleines Hoch, 14.30, dann anfangen zu fallen in den Freitag hinein. Wäre Chapeau DAX, wäre die Kür, wäre einfach typischer DAX-Verlauf halt. Ne? Das wäre Idealverlauf. So, okay. Geht er aber höher, geht er zu hoch, dann wird es unwahrscheinlich, dass er unten raus noch diesen Druck, diese Fahrt aufrechterhalten kann und läuft dann Gefahr, dass er oben raus halt, dass der Optimismus wieder reingeht. Dann würde man direkt die 480 wieder anlaufen, über 370, glaube ich, direkt 480, da kann man wahrscheinlich wieder blind drauflangen. Aber über 370, über 330, über 360, also Stück für Stück mit jedem Punkt, den er höher geht, macht, wird es immer wahrscheinlicher, dass er diesen Ursprung von dieser Kerze, also diese 9-Uhr-Eröffnung hier einfach anläuft. Diese 9-Uhr-Eröffnung vom Mittwoch anläuft halt, ne? Dass er einfach da nochmal dran rennt. Und dann eben auch darüber hinaus rennen kann. So, okay. Und unten raus, alles, was so unter 12.000 geht, schon müssen ein bisschen aufpassen. Bleibt er schwach, bleibt er stabil auch in seiner Abwärtsbewegung. Ihm kann das reichen, ihm kann das reichen, um jetzt schon 11.830 und Kurse bis 11.480, 11.430 zu erreichen. Das ist möglich. Ja, deswegen alles, was denn hier weiter runter geht, auch was aus dem Band rausgeht, ne, aus dem Bollinger Band rausgeht, das sind dann Übertreibungen. Und Übertreibungen wären in der Regel sogar noch schneller, ne, wenn sie denn dann laufen. Ja, also das Richtige wäre dann nicht, sich dagegen zu stellen und zu sagen, er muss ja jetzt aber mal drehen, sondern vielleicht noch den einen oder anderen Punkt mit rauszureißen. Okay? Das soweit aus der 2-Stunden-Sicht im Tagesschart. Ihr habt den Long Trigger nicht gekriegt, halt. wir haben gestern gesagt, ja, was haben wir gestern gesagt? Gestern haben wir gesagt, eine rote Kerze wäre egal, er müsse halt schon per Kerzenschluss unter die Vortage schließen, um ein Signal zu geben. Da ist es. Wo sind meine 200-Tage-Linien hin? Gibt's ja nicht. Wer hat mir die 200-Tage-Linie geklaut? Warten Sie mal kurz. So, das ist nämlich wichtig. Der ist noch gar nicht drunter, der Sack. Das hat er verhindert. Aber ja, das sieht nicht gut aus. Also, das ist keine gute Kerze. Das ist, die spricht nicht für Optimismus. Und Freunde, auch die gibt Platz nach unten bis 11.600 sogar. Also da muss man sich, Donnerstag, Freitag werden unten raus gefährlich. Also wenn er da anzieht, wenn er sich schwach zeigt, lieber mal auf die Short-Taste drücken, glaube ich. Würde ich schon so rangehen. Also das ist, Sie sehen das ja auch, hier ist so ein gewisses Vakuum halt. Ne? Wir haben hier noch so eine 11.800, die ist aus dem Tagesstartroute unterstützt und sonst ist hier nicht viel. Das heißt, es ist auch ein Bereich, der leicht durchlaufen werden kann. Und wenn er tiefer arbeitet. Also unter 12.000, das müsste man aus Tagesschartsicht hier schon eher short suchen. Ja. Das sieht nicht so gut aus. Das sieht nicht so gut aus für unseren DAX, beziehungsweise gut aus für alle die, die den tiefer haben wollen. Ich zähle ja auch eher zu der Fraktion, der das noch gefallen würde, wenn wir den DAX auch noch mal ein bisschen unten raus erleben dürfen. Ja, gut, wir sind durch. Mehr kann ich Ihnen nicht mitgeben. Drücke Ihnen die Daumen, dass Sie was mitkriegen. Denken Sie dran, die Donnerstage, die schlagen oft zur Seite. Naja, ich könnte Ihnen, nee, ich kann Ihnen die, ich kann Ihnen unsere Donnerstagsregel, kann ich Ihnen nicht mitgeben, weil wir haben die auch noch nicht. Also wir haben ja im Dienst haben wir so eine Donnerstagsregel, an der orientieren wir uns immer auch, um diese Übertreibung zu finden, ne? Um auch zu sagen, okay, wann ist ein Donnerstag eher ein Trendtag, wann ist er der Seitwärtstag? Aber wir haben,
dafür nutzen wir eben unsere Donnerstagsregel, aber die geht halt so nicht. Die kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, weil dafür brauche ich die Eröffnung 8 Uhr. Vorher kann ich Ihnen das nicht. Das, ich weiß ja nicht, wo er morgen früh 8 Uhr steht. Wen kann ich Ihnen die Marken nicht nehmen, die da relevant sind? Kann ich Ihnen nicht nennen. Und das Video erst morgen früh zu veröffentlichen, geht auch nicht. Dann lesen Sie das erst alle 12 Uhr, 13 Uhr und dann ist es eh zu spät. Nee, gut, also ich muss Sie so alleine lassen. Ich denke, Sie kommen aber so auch ganz gut zurecht. Das sind markante Bereiche. Wir haben schöne Volatilität. Wir laufen gerade die Strecken durch. Konzentrieren Sie sich halt auf die großen Marken, die kommen alle gerade richtig schön und nacheinander. Und das macht der DAX schon momentan sehr sauber. Und dann fummeln Sie es nicht zu so blöd irgendwo zwischendrin rum halt. Ne? Also wir haben auch zum Beispiel im Premium-Dienst heute den ganzen Tag immer wieder nur geschrieben. Ne? Unten 12,125 bis 12,80 ist das Ziel vom Fehlausbruch halt. Ne? Und trotzdem haben ganz viele immer wieder vorher drin schon rumgefuchtelt und wollten vorher die Marken und da noch und dort noch und. Die konzentrieren sich auf die großen Bereiche halt, ne? Nicht so viel drin rumfummeln, nicht zu klein dann reingehen. Wenn er so schön läuft und wenn er so schön auch mit den großen Marken momentan arbeitet, das macht er. Das ist ja auch nicht immer so, ne? Es gibt auch Tage im DAX, es gibt Monate im DAX. Da haben wir pro Tag Tagesspann von 25 bis 30 Punkten. Leute, die vor 2, 3 Monaten angefangen haben zu traden, die kennen das gar nicht. Die werden völlig zugrunde gehen, wenn solche Phasen wieder kommen. Aber die gibt es im DAX halt, ne? Und deswegen. Da muss man ganz anders rangehen wie jetzt halt, ne? Und deswegen hier auch das Nutzen, was wir haben halt, ne? Und dann das auch ernst nehmen und damit arbeiten. Und ich denke, Sie sehen das ja auch, wie schön die Punkte alle greifen und wie schön er auch damit arbeitet halt, ne? Und dann nutzen Sie das auch halt, ne? Verlieren Sie sich da nicht zu sehr in kleinteiligen Müll. Ja, gut, alles klar. Dann ich mache aus, ich wünsche Ihnen was, viel Erfolg, gutes Gelingen und schönes Wochenende schon. Hier halt. Wir hören uns nochmal morgen. Wir hören uns morgen nochmal. Bis morgen. Tschüss.